Sein erstes persönliches, zweites Teamfahren. Der Gäste Ron Gibson, zweites persönliches dieses Team Foul. Einwurf für den Sturm der Gegners.
3 Sekunden für Frieden gegen die Ursprung-Lenny Richards bei Besitz für die Gäste. Das heißt, unsere Jungs spielen Defense! Defense! Vorne 5 Minuten Nummer 2, Kai Hengeni ist der erste, das ist erste Tiefer. Folge 5 Minuten Nummer 4 für Wayne Wagner. Erstes persönliches, zweites Teamfoul. Gegen unser Nummer 6, Lucia Schmikal. Erstes persönliches drittes Teamfoul.
Frankfurt will uns Nummer 2 erkennen können. Das war das gewünschte Team-Foul. Doppelwechsel unter Jungs. Vielleicht unsere Nummer 2 kein Hören gibt es, sondern Nummer 4. Schon mal gesagt, nein. Diesmal spielen mit der 5 Ruby Hennen und der 12 Stefan Elzinger. Wechsel auf bei den Gästen ins Spiel kommt mit der Nummer 7 Nils Hasfurter.
kleinen Foul gepfiffen gegen Römer Strom, der geht das. Und zwar gegen unsere Nummer 9, Simon Schmitz. Erstes persönliches Bonusfreiwurf für Nürnberg.
Coaches erstes Team-Foul. Doppelwechsel bei den Gästen zur Unterpartie mit der Nummer 1. Mit Records Rate. Gibson wechselt auf unser Nutzlein, unsere Nummer 1. Justin Austin, wir müssen zurück mit der 22. Johannes Jux. Jonathan Meyer, erstes persönliches 20 Team. Unsere Jungs
Nummer 6, Lucia Schmikala, zweites persönliches, zweites Teamfoul. Es gibt Freiwürfe für die Gäste. Thank you.
Viertelfinale unserer Wahl zu setzen. Das ist ein schönes Teamfahren. Thank you.
Foul gepfiffen, wieder so mal 10 zu 9. Das ist das 5. Team Foul, es gibt Freiwurf für die Gäste. Weil wir dann jetzt Thank you.
heute gegen den Zug. Malek gegen Yannick. Malek, du brauchst keinen Ball. Du hast keinen Ball. Beziehungsweise, ihr braucht doch einen Ball. Das sehe ich dir da. Den Ball braucht ihr am Anfang nicht. Die legen euch bereit. Komm mal mit. Der eine kann hier puseln, der andere dort drüben. Die Bälle lege ich euch in den Mittelkreis. Ihr müsst jetzt Folgendes machen. Ihr seht hier. Einer stellt sich hier hinter, der andere dort hinter. Ein noch nicht fertiges Logo. Okay? Hier seht ihr ein Logo, das ihr noch zusammenpassen müsst. Da sind eure weiteren Teile, hier hinten sind deine weiteren Teile, okay? Erst die Teile sammeln, hier dran geben und wenn dann das Logo von Fritzer richtig ist, dann schnappst du den Ball, läufst schnell auf den Korb und machst den Korb, alles klar? Auch wieder, hier heißt nochmal Janik, alles verstanden? Du holst die Teile, machst das Logo, holst den Ball und machst den Korb, okay? Hier hinter bitte stellen, Beine hier hinter, hier hinter, dahin, Janik. So, du hau noch bitte hinter das Logo, genau hinter das Logo, dass alles seine Richtigkeit hat. Okay, dann seid bereit, auf mein Kommando geht's los. Auf die Plätze, fertig, los! Das Fritz Hahn Gewinnspiel präsentiert von Fritz Hahn. Schnell puzzeln und dann den Korb anziehen. Oh, der Jacke geht los wie die Feuerwehr. Ja. Ist schon ein Puzzlestück in Führung. Thank you.
Hallo. Lass dich kurz in die Mitte. Im Moment ist euer Film in einer Runde. Jetzt hat er ein paar Tage oder Zeit gehabt, nach der riesen Premiere in der Arena Trier mit 4000 Leuten, vielleicht das Ganze mal ein bisschen sanft zu lassen. Könnt ihr überhaupt fassen, was gerade passiert in Trier rund um City Royal? Ja, so langsam kommt es. Jetzt, wo man die Bilder sieht von der Premiere, da hat dem Abend selber überhaupt nichts davon. Aber jetzt ist einfach nur Ruhe und Freude und Wahnsinn, was auch im Kino abgeht. Das Ganze ist ja ein Lebensprojekt, muss man schon was sagen. Wie lange habt ihr an diesem Film gearbeitet? Ja, insgesamt 3 Jahre lang Vollgas gegeben. Jetzt ist 5 Jahre, ich läuft im Kino, kommt auch sehr gut an und wir sind einfach nur froh. Aber wir hier sind dürfen, freuen wir uns. Die Premiere war ausverkauft, viele Kinovorstellungen sind auch ausverkauft. Wie lange läuft er noch? Wo kann man sehen? Also er läuft auf jeden Fall mal noch bis Mitte nächster Woche im Cinemax Grünen Broadway und ich gehe davon aus, dass darüber hinaus auch noch weitere Spielzeiten haben wird. Nun habt ihr den Film natürlich super oft gesehen, ich habe ihn auch gesehen, es lohnt sich auf jeden Fall. Für diejenigen, die noch nicht gesehen haben, warum lohnt es sich reinzugehen? Auch gerade als Trierer oder mal Trierer? Ganz schön im Mundart, viele Trierer Plätze sind zu sehen, von Mariensäule bis Portmanica. Ist ein sehr guter Witz im Film, denke ich, es gibt viel zu machen. Einfach anschauen und lachen. Lachen ist wirklich nicht mal. Also ich habe wirklich zum Teil Tränen, vor allem in deiner Rolle. Oder ein bisschen, das heißt, auch Trier schon im Torwart spielst, ne? Ja, volles Programm. Ne? Also einer muss sich zum Kasper machen, können nicht alle Rambo sein. Und ich stehe halt voll hinter dem Projekt und hab die Rolle auf die Arme übernommen. Gut, das ist das eine oder andere. Der Film natürlich auch noch auf DVD. Wann das Ganze? Ende November wird der Film auf DVD und Blu-ray erscheinen. Geplant war am 6. Dezember, wir versuchen noch ein bisschen früher rauszukommen, weil die Anfrage doch schon sehr groß ist. Ist in der Produktion auf jeden Fall. Also, so ist es. Vielen Dank, dass ihr heute auf unser Gast wart, Michael Becker, Michael Schuh und Jürgen Becker. Vielen Dank an euch, die Macher von Trier Kultfilm. Und da sind einige Eindrücke vom Film, die wir jetzt gerne mal uns anschauen. Weihes Video, der neue Trier Kultfilm, aktuell in den Kinos und dann Ende November auch auf DVD. Con visión.
Viertel und Nummer 22, Jonas Jonas. Gegen die Nummer 13, jetzt die Untermeier Dönkes, persönlich das erste Team vor, es gibt Freiwürfe für uns Nummer 1, Justin Aus. Thank you.
VfL Fingen, Sommer 22, Hannes Jost, drittes persönliches, fünftes Foul. Damit gibt es Freiwürfe für die Gäste. Thank you.
vor. Für unsere Nachwuchsmannschaft, die Young Gladiators.
Vielen Dank an Luxor, die Aktion. Luxor finden für den Zweck und aktuell das Spiel. Im Zwischenstand 51 Punkte. Bei 5 Euro sind es 155 Euro. So, wo ist mein Kandidat, der auf eine Mittellinie wirft? Mein Half-Court-Shot. Bitte jetzt zu mir kommen, den ich da oben ausgelegt hatte. Eine Chance für 500 Euro. So, was ist er denn? Dann suche ich mir schnell einen neuen Kandidaten. Ah, da kommt er. Alles klar. Hi, wer ist der? Bastian. Bastian, pass auf, Bastian. Du hast eine Chance und darfst nicht übertreten, aber du darfst überspringen. Also, das ist okay. Alles klar? Wir drücken die Angel in den Arm. Bastian, gib alles. Mit Schmackes, wie man Trier sagt. Die Menge trifft, gibt es 500 Euro auf dein Konto der Sparkasse Trier. Knappes Ding, vielen Dank fürs Spiel. Aber Bastian, ich habe noch Trostball für dich. Darfst du was aussuchen? Arme Fälsch auf der Wurst. So, und jetzt nochmal Gas geben, alle sind nur 8 Punkte Rückstand.
Pfiffen gegen Nürnberg, Nummer 42, Dana Hartlands. Drittes persönliches, drittes Teamfahren. Mischer und Team werden euch präsentiert von eurem Mischerpartner Müller Strom, der Direktors HSR. Vielen Dank an HSR. Nach gut bei unserem Selfie-Windspiel mit HSR. Von der Fotowand mit Jonathan Blatter und Kinder, wenn sie so schießen, das ganze Post auf die Facebook-Seite noch mal schnell reagiert. Das heißt, gewinnen. Sieht doch gewinnen, wie war es zum Ende des Spiels des Tages? Jetzt kostenfrei mitmachen. Ja, App ist thank you.
Ausführung gegen den Gäste, da ist sich die
der Gäste, Roland Gibson. Hier ist ein wunderschönes Gemeinde, das thank you.
Überstunden der Lakers. Unsere Nummer 2, Kai Dragilis. Das Ganze vor Block B.